Leonie, du bist aktuell unverkennbar hier in Düsseldorf in der Merkur-Spielarena. Du hast mir aber eben schon erzählt, aktuell hältst du dich gar nicht so häufig hier in der Stadt auf. Wo findet man dich denn sonst? Na, also zurzeit findet man mich am meisten in Berlin. Also wir trainieren sehr oft da, unser Stützpunkt ist halt da und dann pendel ich immer zwischen Berlin und Dortmund und ja, also am meisten in Berlin. In Dortmund auch für Trainingszwecke? Ja, also ich studiere auch in Dortmund und ich wohne in Dortmund und ja, also da trainieren wir natürlich auch. Wie ist das denn aktuell? Olympia ist verschoben, wie sehr hat das deine Planungen über den Haufen geworfen? Naja, also da hatte ich in gewisser Hinsicht noch Glück, weil ich halt noch jung bin und das wäre halt, also es wären meine ersten Chancen auf Olympia gewesen und die sind halt jetzt einfach nur ein Jahr verschoben. Klar, für mich persönlich ist das auch nicht super. Also mein Studium werde ich wahrscheinlich dann ein Jahr länger fertig machen und ja, persönlich, man hatte sich natürlich auch darauf eingestellt, dann erstmal ein Jahr Pause zu haben und alles mal ein bisschen lockerer zu machen, aber ja, ich muss es jetzt so nehmen, wie es gekommen ist, ja. Wie ist das denn ganz aktuell? Hast du irgendeine sportliche Perspektive? Gibt es irgendwie ein Ziel, auf das du hinarbeitest oder ist das so ein bisschen wabern im Dunkeln? Naja, zurzeit haben wir noch eine EM Anfang Oktober, die steht, aber das ist auch noch nicht so ganz sicher, ob die jetzt wirklich stattfindet und ja, also ich hoffe sehr, dass sie stattfindet, weil wir dann halt auch die Boote mal testen können, gucken, wie wir so zu den anderen stehen und ja, also mal gucken. Wie ist das denn beim Training? Trainierst du jetzt so, dass du quasi dein Optimum, dein bestes Level aktuell versuchst irgendwie zu erreichen und zu halten, vielleicht sogar zu verbessern oder ist das so ein bisschen auf Sparflamme aktuell? Naja, also zurzeit trainieren wir jetzt nicht so, dass wir jetzt super schnell wären im Rennen, sondern das kommt immer dann die letzten Wochen vor dem Wettkampf und man muss halt jetzt viel Grundlagen machen und ja, dieses Spezifische, das kommt dann erst vor dem Wettkampf, das kann man überhaupt nicht so lange halten. Hast du jetzt auch mal Zeit für andere Dinge? Was machst du, wenn du jetzt nicht so viel auf dem Wasser oder im Kraftraum sein musst? Zurzeit studiere ich. Also ja, Studium nimmt dann auch viel Zeit in Anspruch und ja, das ist natürlich jetzt ziemlich gut für mich mit den Online-Veranstaltungen und ja, also da wir sowieso immer viel in Berlin sind und da viel trainieren, bleibt jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge. Wenn du jetzt hier auf Heimatbesuch bist, bei deinen Eltern nehme ich an, was machst du, wenn du zurückkommst hier in deine Heimat, Düsseldorf und Umgebung? Naja, also natürlich unternehme ich dann viel mit Freunden und mit meiner Familie und ja, also ich gehe dann gerne mal an den Rhein spazieren oder in die Altstadt. Das hat man halt so in Dortmund und Berlin nicht so, das ist ganz schön. Das stimmt, das ist hier besonders schön. Danke fürs Gespräch, Leonie. Bitteschön.